Mutter roch nach frischer Petersilie. Der Vater roch nach ranzigen Kastanien. Mit 14 Jahren, da reiste ich nach Spanien. Dort traf ich einen Gangster namens Carlos. Wir lebten wunderschön, doch nicht gefahrlos. Und schließlich kehrte ich zurück nach Celle. Und Carlos blieb als Toter auf der Stelle. Ja, seither sag ich mir stets, ja, so geht's. Immer wenn, immer dann, immer stirbt ein Mann, den man brauchen kann, doch er denkt nicht dran. Immer dann, immer kaum lässt er mich allein, und dann muss ich wieder tief erschüttert sein. Immer dann und immer wieder unverantwortlich lässt er mich im Stich, und ich frage mich, denn ich weiß ja nicht Bescheid und heiße Gretchen. Ist das immer so bei unterdrückten Mädchen? Ich erbte damals große Immobilien, verkaufte sie und reiste nach Brasilien. Dort herrschte ein Diktator namens Guido. Und zur Hochzeitsreise fuhren wir an den Lido. Der Guido war der Boss und ich die Bossin. Ich hatte ein Gewehr und ich erschoss ihn. Das Volk war mir sehr dankbar, keiner klagte. Drum hielt ich eine Rede und ich sagte: Liebes Volk, Frau und Mann, hört mich an. Immer wenn, immer dann, immer stirbt ein Mann, den man brauchen kann, doch er denkt nicht dran. Immer dann, immer kaum nach der Anlaufzeit, brauche ich unbedingt ein neues schwarzes Kleid. Immer fort und immer wieder räumt der Feig das Feld, keiner sagt mir Dank, ich krieg nur sein Geld. Davon kaufe ich mir ein paar Zertifikätchen. Ist das immer so bei unterdrückten Mädchen? Ich lebe statt in Celle jetzt in Bayern und helfe anderen Frauen, sich zu befreien. Wir Frauen sind nämlich ziemlich dumme Lämmer. Ich schreibe für eine Zeitschrift namens Emma. Erschießen lässt sich zwar nicht gut vermarkten, doch handle ich erfolgreich mit den Fakten. Ein Mann muss jeden Abend seinen Zocken und weniger im Kopf als auf der Bank haben. Jede Witwe, jede Braut singt jetzt laut. Immer wenn, immer dann, immer stirbt ein Mann, den man brauchen kann, doch er denkt nicht dran. Immer dann, immer kaum stirbt er oft noch jung. Ja, wo bleibt denn da die Gleichberechtigung? Immer fort und immer wieder und erbarmungslos beißt